Hey, hallo! Wie kommt das Wissen über die Welt eigentlich in unseren Kopf? John Locke, als Vertreter des Empirismus, hat dazu eine ziemlich klare Antwort. Über unsere fünf Sinne und unsere Erfahrung. Doch wie funktioniert das ganz genau? Wo sind die Stärken und Schwachstellen dieser erkenntnistheoretischen Position? Und was hat das Ganze mit einer Insel im Meer, den modernen Naturwissenschaften oder der Psychologie zu tun? Und jetzt geht's los. Es gab da mal eine Insel. Diese Insel war aber keine gewöhnliche Insel. Gut, sie lag mitten im Meer und hatte auch viele Palmen. Alles ziemlich gewöhnlich bisher. Allerdings hatte sie irgendwie die Gewohnheit, dass alle paar Jahre Flugzeuge über ihr abstürzten. Und mit dem Verhältnis von Raum und Zeit schien auch etwas nicht zu stimmen. Das war schon ungewöhnlicher. Im Grunde bestand diese Insel aus einer Vielzahl an Geheimnissen, die man schwer oder gar nicht verstehen konnte. Dennoch versuchten die Menschen, die eines Tages auf dieser Insel abstürzten, diesen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Und je mehr sie herausfanden, desto verwirrender wurde das Ganze. Man konnte seinem Verstand nicht mehr trauen. Die Logik kam abhanden. Menschen gingen lost. Ach ja. Und so hieß die Geschichte über diese Insel. Lost. Doch einer ging dabei gar nicht verloren, weil er das, was er sah, akzeptierte, weil er seinen Sinnen absolut vertraute und nebenbei neue Kraft und Lebenswille erhielt. Einer, der das Laufen verlernt hatte und plötzlich wieder vorwärts kam. Diese Person hieß in der Serie Lost John Locke und hatte ziemlich viel gemeinsam mit dem namensgleichen Philosophen John Locke, der aber, muss man ehrlicherweise sagen, niemals auf einer Insel abstürzte. Das Original, der britische Philosoph John Locke, beschäftigte sich im 17. Jahrhundert mit einer der ganz großen Fragen der Philosophie. Nämlich mit der Frage danach, wie der Mensch Wissen bzw. Erkenntnisse erlangt und welche Grenzen der Verstand dabei aufweist. Mit anderen Worten, was kann man erkennen und was muss prinzipiell für Menschen unerkannt bleiben? In seinem 1689 veröffentlichten Hauptwerk namens Versuch über den menschlichen Verstand behauptet John Locke, dass der Mensch als ein unbeschriebenes Blatt, als sogenannte Tabula rasa auf die Welt kommt. Als Vertreter des Empirismus geht er nun davon aus, dass unser Wissen über unsere fünf Sinne und die daraus resultierende Erfahrung in unseren Kopf kommt. Demzufolge ist für John Locke allein die Erfahrung Quelle und Grenze allen Erkennens. Und es ist auch die Erfahrung, die unsere Tabula rasa mit Inhalten füllt, mit sogenannten Ideen. So kommt Locke zu der berühmten Behauptung, nichts ist in unserem Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war. Ein Beweis dafür, dass es womöglich so abläuft, sieht Locke in der Tatsache, dass es angeblich keinen Wissensbestand gibt, den alle Menschen auf der Welt teilen. Wissen ist in Bewegung. Und unterschiedliche Kulturen kommen zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Ewige und absolute Wahrheiten kann es nach dem Empirismus folglich nicht geben, weil Sinneserfahrungen einerseits eben immer ein bisschen anders sind und andererseits nie endgültig sein können. Man macht ja immer wieder neue Erfahrungen. Gesellschaften sind im Wandel. Schauen wir uns diesen Weg John Lockes, wie der Mensch zu Wissen bzw. zur Erkenntnis gelangt, noch etwas genauer an. Zunächst nimmt der Mensch einen materiellen Gegenstand, in diesem Fall eine Ente, mit den Sinnen, also hier mit den Augen wahr. Vielleicht hört man die Ente auch und nimmt sie mit den Ohren wahr. Vielleicht sieht und hört man sie gleichzeitig. Vieles ist möglich. Die Wahrnehmung dieser Ente wird nun zu einer bestimmten Erfahrung über diese Ente. Und diese Erfahrung wiederum erzeugt eine Idee, nämlich die Idee Ente. Unter einer Idee versteht John Locke wortwörtlich das, was der Geist in sich selbst wahrnimmt oder was unmittelbares Objekt der Wahrnehmung,
des Denkens oder des Verstandes ist. Also etwas, was der Mensch in seinem Bewusstsein vorfindet. Inhalte, die vorhanden sind, also Wissen. Diese Idee der Ente ist nach John Locke eine sogenannte einfache Idee, weil sie nur auf den äußeren Sinneswahrnehmungen beruht. Locke bezeichnet sie als Sensation. Dabei nimmt der Mensch nicht den Gegenstand selbst wahr, also die Ente, so wie sie ist, sondern nur sogenannte Qualitäten. Qualitäten sind quasi eine Art Eigenschaften, die der Gegenstand beinhaltet. So gibt es primäre Qualitäten, also übergeordnete Qualitäten wie Festigkeit, Ausdehnung, Gestalt und Anzahl. Und es gibt sekundäre Qualitäten, also Qualitäten, die an den primären Qualitäten vorkommen, wie zum Beispiel Farben, Töne, Geschmacksarten und so weiter. Der Verstand verhält sich bei der Erfahrung einfacher Ideen passiv. Folglich ist der Wahrheitsgehalt von Ideen, die auf einer unmittelbaren, sinnlichen Wahrnehmung beruhen, äußerst gering. Große Gewissheit existiert nur in dem Moment der aktuellen Wahrnehmung. Kurz danach nimmt der Wahrheitsgehalt wieder ab. Die zweite Quelle der Ideen ist nach John Locke die innere Erfahrung oder mit seinen Worten Reflection. Diese Art Selbstwahrnehmung kann man als Beobachtung innerer Vorgänge verstehen. Oder mit anderen Worten, ich beobachte und erfahre mich, wie ich über etwas nachdenke. Und aus dieser speziellen Erfahrung resultieren neue Ideen, die ich in erster Linie nicht durch die Außenwelt erfahren habe, sondern die aus mir selbst stammen. Da die daraus entstehenden Ideen erstmal noch einfache Ideen sind, geht auch hier Locke davon aus, dass der Verstand sich relativ passiv verhält. Man beobachtet und erfährt ja nur. Aus diesen einfachen Ideen kann der Verstand jetzt endlich aktiv durch Vergleichen, Trennen, Verbinden und Verallgemeinern sogenannte komplexe Ideen entwickeln. Dabei unterscheidet Locke drei Arten von komplexen Ideen: Substanzen, Modi und Relationen. Substanzen sind für sich selbst bestehende Einzeldinge oder Spezies, wie zum Beispiel Gold, Mensch, Pflanze. Modi sind komplexe Ideen, die nicht für sich selbst bestehen können. Sie kommen an Substanzen vor, wie zum Beispiel der Tag als einfacher Modus der Substanz Zeit oder Gerechtigkeit als gemischter Modus der Substanz Staat. Relationen schließlich entstehen in der Betrachtung und im Vergleich von Ideen untereinander, zum Beispiel Ursache und Wirkung oder Identität und Verschiedenheit. Schließlich unterscheidet John Locke noch unterschiedliche Grade an Gewissheit unseres Wissens. Den höchsten Grad an Gewissheit haben Menschen, wenn sie intuitiv Dinge erkennen, zum Beispiel, dass man durch einen Vergleich zweier Ideen feststellt, dass ein Kreis kein Dreieck ist. Aber auch das Wissen von unserem eigenen Dasein oder die Existenz Gottes zählt er zu diesen intuitiven Gewissheiten. Weniger Gewissheit als das intuitive Erkennen, aber immer noch einen hohen Grad an Gewissheit, hat für John Locke das demonstrative Wissen. Demonstrative Gewissheit haben zum Beispiel logisch zwingende Schlussfolgerungen von einer Idee zu einer anderen, zum Beispiel wie dies bei mathematisch-logischen Beweisen der Fall ist. Der Empirismus John Lockes basiert auf der gleichen Methode, derer sich die modernen empirischen Wissenschaften bedienen. Aufgrund einer genauen Beobachtung bzw. Messung, zum Beispiel, dass Wasser bei 0 Grad Celsius gefriert, wird von einem Einzelfall auf eine allgemeine Theorie geschlossen. Wasser gefriert immer bei 0 Grad Celsius. Diese wissenschaftliche empirische Vorgehensweise nennt man Induktion. Empirische Wissenschaften wie zum Beispiel die Biologie, Physik und auch Psychologie benutzen diese induktive Vorgehensweise, um allgemeingültige Regeln aufzustellen.
So werden etwa in der Psychologie Vorhersagen auf das zukünftige Verhalten von Menschen getroffen, nur weil man viele Einzelfälle in ähnlichen Situationen beobachtet hat. Als deutliche Stärke an John Lockes Empirismus kann man als erstes diese eben erwähnte maßgebliche Beeinflussung empirischer Wissenschaften feststellen. Als zweiten positiven Aspekt stellt John Locke den Menschen selbst in den Mittelpunkt der Erkenntnis. Nur das, was der Mensch selbst wahrnimmt und erfahren hat, wird als wahr bezeichnet. Jeder Mensch ist also quasi zur Erkenntnis fähig, und zwar genau so, wie er die Dinge wahrnimmt. Drittens hat seine Theorie maßgeblich den Empirismus David Humes beeinflusst, der wiederum für Kants Erkenntnistheorie äußerst wichtig war. Erst mit Kant endet der philosophische Grabenkampf zwischen den beiden erkenntnistheoretischen Positionen Empirismus und Rationalismus. Auf der anderen Seite lassen sich natürlich auch einige Schwachstellen benennen. So bleibt bei John Locke unklar, wie diese geistigen Fähigkeiten bei der Bildung komplexer Ideen genau funktionieren. Nur erfahren kann man geistige Fähigkeiten wohl nicht, und darüber hinaus vermittelt dies auch den Eindruck, als ob diese geistigen Fähigkeiten von einem persönlich getrennt wären. Dabei bin ich es doch, der denkt. Ein weiterer Kritikpunkt an Locke ist seine Annahme, dass es eine Außenwelt gibt, die man nur erfahren müsse, um sie zu verstehen. Solch eine reine Abbildtheorie greift beim Erkennen von komplexen Zusammenhängen wahrscheinlich zu kurz. Auch Locks Tabula Rasa-Theorie klingt für heutige Wissenschaftler merkwürdig. Bestimmte Erfahrungs- und Wissensmöglichkeiten sind nicht nur erwiesenermaßen schon im Erbgut angelegt, sondern auch ein vollkommen leerer Verstand müsste zumindest Prinzipien des Denkens bereits in sich aufweisen. Absolut leer ist somit unmöglich. Das war's schon. Jetzt weißt du, was es mit dem Empirismus John Lockes auf sich hat. Wenn du jetzt besser durchblickst, dann darfst du mir gerne danken, indem du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst.